Und da sind wir wieder. Die, ich glaube, 10. Folge? Genau. Seit dem Update. Hier ist alles noch wie gehabt. Und wir machen gleich weiter. Und zwar immer abwechselnd. Zwei davon. Sag, was ist das? Ne? Nur eine Hälfte. Wir arbeitet in der Renoncierungs-, naja gut, Vermietungsbranche und sie erwartet ein Kind. Darum kann sie nicht so viel wie üblich arbeiten. Niemand muss ihr mit einem Haus für ihre Kunden helfen. Es handelt sich um eine Doppelhaushälfte, die viel Arbeit benötigt. Mir hat darum gebeten, bei einer Hälfte Hilfe zu bekommen. Zum Glück braucht das Haus keine grundlegende Renovierung, da es vor kurzem schon renoviert wurde. Es befindet sich in einem guten Zustand und braucht nur ein paar Feinheiten. Der Kunde hat zwei Hunde, die feste Familienmitglieder sind. Wer das Budget reicht, sollten wir ein paar Assistenz für die Hunde besorgen. Ich sehe dich dann da, Oliver Jordan. Ja, das machen wir. Ja, das weiß ich ja. Ah, la la. Ba, ba, dam. Okay, ich weiß es. Das habe ich ja schon gelesen. Lass mal gucken. Moment. Ach, da ist die andere Hälfte. Garten? Nichts. Naja, das ist eine andere Art Doppelhaus, wie ich das kenne, aber egal, es ist rosa. Fangen wir mal mit der Entscheidung an. Feinheiten, so, so. Naja. Wir sollten diese beiden Wände loswerden. Das Wohnzimmer mit Küche und Esszimmer verbinden. Gehen wir es an. Lass die Wände behalten und den Essbereich vom Wohnzimmer trennen. Das ist eine gute Lösung für traditionell gerichtete Kunden. Die finden, dass ein Fernseher beim Essen stört. Kannst du vergessen. Abreißen. Auch, weil wir die Skills brauchen. So, zerstöre die Wände. Welche? Hier, gut. Dann fangen wir doch mal an. Nein. Ja. Ist richtig. Oh ja. Es wird geskillt, es wird geskillt. Endlich muss ich das wieder machen. Okay, der neue Hammer hat sich gelohnt. War es der neue Hammer? Ich weiß es gar nicht. Dum, dum. Ah. Oh, gut. Ja, wie wär's? Aha. Ja, es ist doch eigentlich fertig dann. Bist du dann vielleicht mal? Danke. Alles weg. Noch mehr. Nee, kommt noch eine Entscheidung. Jemand hat bereits angefangen, in der Küche zu arbeiten und sich für ein dunkles Braun entschieden. Sollten wir diese Farbe beibehalten? Die ist einzigartig. Lass uns traditionelle Hängelampe und helle Möbel mit grauem Granit benutzen. Ich denke nicht, dass unsere Kunden mit einer Küche zufrieden sind, die wie eine Dunkelkammer aussieht. Genau, lass uns hellere Farben an die Wände benutzen. Pendelleuchten würden so einen kleinen Raum noch kleiner wirken lassen. Wir brauchen oberflächlich angebrachte Lampen. Diesmal gebe ich ihm recht. So, also. Noch mehr Wände zerstören. Ah, da. Den nebendran auch noch. Gut. Und ich muss Wände bauen, das ist super. So, was soll ich denn jetzt noch zerstören? Okay. Oh. Oh, oh.
okay. Was Neues. Ja. Ja, ich mach ja. Gut. Dürfen wir jetzt weiterhin ein bisschen, ja? Das ist die da. Mal verschwinden, bitte. So, jetzt ist die Frage, was wollen die? Es ist ja noch gar nicht fertig. Aber jetzt, so. Und jetzt will die... Ich muss das jetzt mal probieren. Ich weiß nicht genau, was er meint. So, nee, habe ich jetzt gar nicht. Das war's nicht. Gut. Dann. Ah ja. Müssen wir eine wieder abholzen. Ja, wie wär's? So, kommt das dahin? Hä? Was ist, was? Nein, das war alles falsch. Hilfe. Das waren ja auch genau die. Das hilft zwar ein bisschen beim Leveln, aber so habe ich das nicht gemeint. Nicht auf Biegen und Brechen. Ja, danke. So, wo soll das denn jetzt hin? Dahin? Okay. Warum? Verschwinde jetzt bitte. Danke. So. Steht da immer noch was. So, was müssen wir jetzt machen? Streich mit der Farben junger Blütenknospen. Ihrer Raum. Ein Quadratmeter. Blütenknospen. Komm, wir machen hier mal zu. Hier, zu machen wir. Und dann gehen wir in den Shop. Ja, ich weiß. Shop. Mhm. Wände. Farben. Junge Blüten. Mhm. Kaufe viele. Fangen wir mal hier an. Dahin. Und dann noch. Dahin. So. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte jetzt streichen.
Sie haben das nicht mehr in Prozent gemacht, ne? Das fällt mir jetzt erst auf. Sie sagen wirklich, wie viele Dinger noch zu streichen sind. Das ist gut. Da sieht man besser, wie weit man ist. Heute will es bei mir nicht so richtig, ja? Kann das sein? Obwohl, die Hälfte haben wir schon. Das Gute ist, wir können jetzt herausfinden, wie viele Teilungen so ein Eimer kann. Ziemlich viel, habe ich das Gefühl. Sind genau 80. Sind genau 80. Das sieht scheiße aus. Wand, Fliesen legen, Tapete, Bambus, Bambusse. Das da ist ja, oder? Na egal. Ich hab's nicht verstanden. Also, Paneele? Tapete, Bambusse. Jetzt ganz kurz mal, weil Bam, Tapete, Bambusse. Ich habe noch nie Tapete gemacht, oder? Graues Hexagon-Mosaik. Ich verstehe es nicht. Na? Also. Dunkel. Graues. Hexagon Mosaik. Ja, mache ich doch. Hallo. Quatsch erst mal so. Hallo? Nein.
Ich weiß es nicht. Sieht alles sehr seltsam aus nachher. Egal. Bodenlaminatkiefer. Wir verkaufen jetzt mal das, was da rumliegt. Ich will dauernd auf den Chat gucken. Das Problem ist, ich habe keinen Chat. So, Fußbodenlaminatkiefer. Das sind keine Keramikfliesen. Da? Ist egal. Da haben wir aber immerhin Prozent wieder. So, okay. Was? Das ist total irre. So, schmaler Vorhang zum Einbauen. Zweimal. Schmaler Vorhang zum Aufbauen. Ja, viele. Montieren wir das. Oh. Ist das Geräusch neu? Breiter Vorhang zum Einbauen. Der kommt wohin? Dahin, oder? Mhm. Breiter Vorhang zum Einbauen. Einmal. Passt da nicht hin. Aber da. Ein Haus. Aha, irgendwas. Jakob Stuhl mit lebendigen Farben. Nehmen wir. Mhm. Kaufe viele. Natürlich auch in diesem Grün. Ich weiß nicht genau. Red ich. So, was für ein Tisch. Runder Tisch Otto. Ne, wir machen erstmal die Yucca. Bachiche. Ne, Diefenbachier. Was ist denn eine Diefenbachier? Diefenbachier. Kaufe viele. Können wir die auf die Fensterbank? Einmal. Zweimal. So, jetzt kommt der Tisch Otto. Runder Tisch Otto. Jetzt.
kaufen. Couch L. Couch L. Mhm. Ja. Jo. Sessel mit Mustern. Ein Zeugs. Obolo. Mustern. Jetzt kaufen. Er kommt dann so für Beisitzer. Hallo? Couchtisch aus Holz. Otto. Was bist denn du für ein Otto? Otto Couchtisch aus Holz. Jetzt kaufen. Mimmer. Einmal hoch und einmal niedrig. Mhm. Ach Gott, das hört ja gar nicht mehr auf. Mimmer. Mhm. Hallo? Erstmal das. Das gleiche in nicht mit dem Quar. So, bam, bididi, didididi. Weiß nicht, was richtig rum ist, aber egal. Komm. Ja. Oh Gott, jetzt sag mal, was? Halogenlampen 4. Spüle Colina? Wo soll denn die Spüle hin? Helle wir hier vielleicht eine Kochecke. Ach Gott, Hilfe, ne, echt jetzt. Ich verstehe es. Ella. Doppeltürenschrank. Colina. Der sollte dann da daneben passen. Sieht gut aus. Drei Stück. Immer falsch rum. Und wie durch Zufall genau eingepasst, als hätte ich es gewusst. Doppelofen, Colina. Ich wusste von der Küche nichts. Colina.
hier. Dunkler, dunkler. Nee, heller. Kaufen. Das müssen wir uns genau angucken. Eckschrank rechts, Colina. Mhm. Heller Eckschrank. Heller Eckschrank rechts, Colina. Aber auch nur einmal, oder? Noch was? Leute, das hört ja gar nicht mehr auf. Heller, niedriger Hängeschrank, Colina. Hab ich gesehen. Heller, niedriger Hängeschrank, Colina. Kaufe. Viele, Entschuldigung. Zugshaube. Wir haben doch gar keinen Herd, oder? Ach. Induktionsherd. Mhm. Wo soll denn das hin? Indukt. Ja. Ah. Ich verstehe. Dahin. Ist ja immer noch mehr. So, eingebauter Rio-Kühlschrank. Heller einge. Ja, aber, ne? Farbe. Ja. Aha. Passt der noch dahin? Nein, der passt hier nicht mehr hin. Der muss dann tatsächlich. Ah, doch, ich mache hier eine Ecke, oder? Geht das? Mal was gucken. Jo. Na, das schließt die Küche ein bisschen ab, ne? So, gucken wir doch ganz kurz mal. Abzughaube Kewa. Abzugshaube Kewa. So, Abzugshaube Kewa. Ja, aber auch hier, ne? Zack, zack. Jetzt kaufen und natürlich dahin. Ah, jetzt haben wir das Kräuterset in einem Topf. Eine helle Doppeltür, Halbinsel Colina. Helle Doppeltür. Warum? Was ist das?